Wir sind hier, weil die Gemeinde Henschel-Ulzburg gerne eine neue Brücke wieder errichten möchte über die Alster, die wir hier vor uns sehen. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es hier schon eine Brücke. Und momentan haben wir nur ein Brett hier liegen, das provisorisch dazu einlädt, über die Alster zu laufen. Also unser Name ist Alsterland, Aktivregion Alsterland. Wir haben sehr viele Potenziale hier bei uns im Alsterland. 141.000 Einwohnerinnen, von jung bis etwas älter und die älteren Senioren. Und dort ist ganz viel Energie drin. Trauen Sie sich einfach, machen Sie mit, werden Sie aktiv, reichen Sie Projekte an, aber helfen Sie auch, dass Alsterland weiterhin gut weitergeht in die nächsten Jahre. Eins der wichtigsten Projekte, die wir hier angeschoben haben, ist die Umsetzung eines Wanderwegenetzes. Wir haben in den letzten 15 Jahren 20 Touren umgesetzt in einer Länge von 7 bis 20 Kilometer. Und wir haben mit dem Wanderwegenetz Alsterland es jetzt geschafft, dass wir vor Ort überall eine Beschilderung haben, die auch wirklich so komfortabel ist, dass man sich nicht verläuft. Wir haben hier auf dem Gutwuchsfelde die Möglichkeit, seit 1999 das eigene Getreide von der Landwirtschaft hier in unserer Wachstube zu verarbeiten, zu veredeln. Und wo wir die Möglichkeit haben, eben unsere Kunden direkt mit einzubeziehen, was wir auch ergänzen durch Backseminare, durch regelmäßige Hofführungen. Dieser Bienen-Lehr- und Schaugarten wurde 1983 gegründet. Und jetzt haben wir einen richtig abgeschlossenen, hygienisch sauberen Schleuderraum, wo es auch möglich ist für alle Mitglieder und auch für den Imkerverein Ahrensburg zum Beispiel hier, die keine Möglichkeit haben, zu Hause ihren Honig zu schleudern. Ja, wir stehen hier nach wie vor an der Alster. Und im Gegensatz zum März haben wir dann das Brett, was hier über die Alster gelegt worden ist, als Notübergang ausgestaltet, sodass wir jetzt eine nagelneue, langlebige Holzbrücke hier wieder erstellt haben. Und das haben wir eben dann gemeinschaftlich dann hingekriegt.